Tolles Wetter beim Kirmesstart 2023 in Dülmen. Am Freitag, dem 2. Juni 2023, präsentierten sich die Schausteller und das Team des Ordnungsamtes zum Kirmesstart. Vom Fahrgeschäft Aviator aus sprach Arno Heidmann vom Schaustellerverband den Kollegen und allen Beteiligten seinen Dank aus. Erster Beigeordneter Christoph Nölke freute sich, dass wieder eine attraktive Kirmes zusammengestellt werden konnte. Ich freue mich über ein super Programm. Ich habe schon mal eine Runde gedreht und ich glaube, es ist wieder gelungen. Ganz attraktive, tolle Fahrgeschäfte, ein ganz tolles, auch kulinarisches Programm zur Verfügung zu stellen. Verantwortlich für die Kirmes ist Stefanie Siebmann vom Fachbereich Bürgerdienste der Stadt Dülmen. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen gelang es ihr, wieder eine Reihe moderner Fahrgeschäfte und Verkaufsbuden nach Dülmen zu holen. Eigentlich ist jedes Fahrgeschäft ein Highlight für sich. Natürlich ist uns hier unser Aviator, der Gott sei Dank kurzfristig als Ersatz für den Beachjumper einspringen konnte, der macht uns sehr freudig. Der Jetlag von der Firma Weber, das besondere Highlight mit 100 Stundenkilometern und 4G, aber auch der Discojet, Racing Cars der Familie Towa. Jedes Fahrgeschäft für sich hat seine besondere Attraktion. Mit Spannung warteten die Jugendlichen und Kinder auf die Verteilung der Chips für die Fahrgeschäfte. Nicht für welches Karussell wollen wir fahren? Autoscooter und das da hinten. Ja, Discojet, genau. Dann segelten die ersten Chips in die Menge und wurden sofort eingelöst. Mit so vielen Teilnehmern auf einmal startete beim Autoscooter nur selten eine Runde. Unfälle waren vorprogrammiert. Das Gruselkabinett Gost lockte ebenfalls die ersten Unerschrockenen in den Geistergarten. Herzlich willkommen. Wir stehen hier vor meinem Geisterhaus Ghost, der Geisterdschungel. Das handelt es sich um eine 2-Etagen-Belustigungsanlage. Eine Mischung zwischen Glasiergarten und Gruselkabinett auf 2 Ebenen. Vorne vor haben wir unseren Wasserparcours mit über 10.000 Litern Wasser, wo unsere Gäste Geschick beweisen müssen, um trocken ins Innere zu gelangen. Am Ende erleichterte Gesichter und Freude darüber, den Geistern entkommen zu sein. Also ich fand es da drinnen sehr gut. Ist schon so, wie es sich verspricht. Erschreckend. Der Kirmesweg erstreckte sich wie in den Vorjahren über die Münsterstraße zur Coesfelder Straße. Von der Marktstraße ging es zum Marktplatz, wo weitere Fahrattraktionen und Verkaufsstände aufgebaut waren. Baumstriezel ist eine ungarische Hefeteig-Spezialität und ist ein Süßgebäck. Wird frisch hergestellt und gibt es in 12 verschiedene Sorten. Lockere Atmosphäre herrschte beim Rundgang über die Kirmes. Die Kirmesbesucher waren zufrieden. Jetzt ist ja noch nicht so viel los, aber ist schon mal wieder schön zu sehen. Ne? Die Kleinen freuen sich, können fahren, ja. Noch bis zum Montag ist die Kirmes täglich geöffnet. Die Schausteller erwarten angesichts der sonnigen Wetterprognosen für alle Tage guten Besuch.